Hallo zusammen und willkommen zum Showcase meines neuen Projektes, Genesis. Genesis ist ein Strategieaufbauspiel, welches ich in Unity erstelle zurzeit bzw. programmiere. Und ich möchte gerne, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet. Und deswegen habe ich mir gedacht, fange ich diese Devlogs an. Und in diesem kleinen Showcase-Video werdet ihr jetzt mal ein bisschen was über Genesis erfahren. Genesis ist ein kleines Clicker-RTS-Game, würde ich jetzt mal glatt sagen. Also alles wird nur mit der Maus funktionieren, beziehungsweise ein bisschen mit der Tastatur. Und ihr könnt am Anfang zwischen drei Schwierigkeitsgraden wählen und dann natürlich auch eine Nationalität. Zurzeit sind nur die Vikings oder so eher ein nordisches Volk spielbar. Deswegen wählen wir das jetzt mal aus. Die Insel, die wir hier gerade bekommen haben durch unser New Game, ist natürlich komplett random. Also ihr habt jedes Mal eine andere Insel, was ich ziemlich toll finde. Da habe ich auch viel rumexperimentiert, bin aber jetzt aktuell damit zufrieden. Ich werde mal schauen, ob ich die Inseln dann größer machen werde, weil ich eventuell sogar vorhabe, dass man noch benachbarte Inseln besiedeln kann, so wie ihr es zum Beispiel aus Spielen wie Anno kennt. Das Binding-Menü folgt durch einfaches Klicken, wie ich bereits erwähnt hatte. Ihr könnt einfach auf die Hexagons klicken, ihr könnt mit jedem Hexagon interagieren. Also auch wenn bereits schon ein Gebäude darauf steht, dann öffnet sich ein anderes Menü. Ihr müsst dafür sorgen, dass eure Villager Essen haben, ihr müsst eine schöne Stadt aufbauen. Später werden noch andere Sachen folgen, wie zum Beispiel Handel. Es wird auch noch NPCs geben und ja, ich bin sogar am Überlegen, eine kleine Kampagne zu den einzelnen Nationalities einzubauen. Also seid gespannt. Auch habt ihr in Genesis mit verschiedenen Jahreszeiten zu tun, die euch in gewissermaßen ein wenig beeinträchtigen. Im Herbst habe ich jetzt noch nicht so was Tolles eingebaut, aber zum Beispiel gibt es einen Hot Summer, also sozusagen der mittlere Sommer, der extrem heiß ist und die ganzen Produktionsstätten werden so ein bisschen runtergefahren, weil, boah, ihr wisst ja selber, man schwitzt, man hat nicht wirklich Lust zu arbeiten und das wollte ich eigentlich ganz gerne so rüberbringen. Genau wie im Winter können eure Villager krank werden, was im späteren Spielverlauf noch einiges bewirken wird, aber aktuell noch nicht. Exakt heute vor 2 Monaten habe ich dieses Projekt angefangen und ja, ich hatte dann erstmal einen Prototyp natürlich aufgesetzt, habe alles erstmal nur so als Klick gemacht, also wirklich nur mit ein bisschen UI. Später habe ich mich dann wirklich entschlossen, hey, warum bringe ich nicht 3D-Modelle rein, weil ich das Ganze sogar erst 2D machen wollte und ja, das war dann so der Fortschritt nach 1 bis 2 Wochen schon mit den Mühlen und sowas. Die Mühle habt ihr ja davor nicht gesehen, die ist auch erstmal wieder raus. Aber die wird definitiv wieder kommen, denn es wird auch verschiedene Zivilisationsstufen geben. Also mehr möchte ich da auch noch gar nicht verraten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr die Devlogs guckt und mich darauf auf diesem Weg begleitet. Auch werden in Zukunft Livestreams dazu kommen, denn ich habe jetzt besseres Internet und kann streamen und ja, da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei einschaltet. Der Twitch-Link ist definitiv unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch ein schönes Osterfest und wir sehen uns beim nächsten Devlog. Macht's gut, Leute. Ciao.